Dynamo TV aus dem Wintertrainingslager in Marbella wird Ihnen präsentiert von Verticalis, Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Achter Tag im Spanien-Camp. Von Lagerkoller keine Spur. Nach schlechter Laune sucht man im Mannschaftsquartier vergeblich. Ach, da sind sie doch. Jetzt geht's los hier. Es liegt auch heute am Wetter, aber auch sonst haben wir eine sehr gute Mannschaft, was das Thema angeht. Und viele Quatschköpfe. Flo, das Trainingslager... Flo, das Trainingslager hier in Spanien biegt auf die Zielgerade. Flo, das Trainingslager hier in Spanien biegt auf die Zielgerade ein. Gute Stimmung schweißt die Jungs noch enger zusammen. Trotz der Anstrengung, die jedes Trainingslager für alle Beteiligten mit sich bringt, wird innerhalb des Teams viel miteinander kommuniziert und gelacht. Der Spaß bei der Arbeit kommt auch in Marbella ganz sicher nicht zu kurz. Der hier ist das Schlechte. Ja, die Belastung war relativ hoch, aber noch überschaubar. Es ist nicht so, dass wir komplett zerstört sind. Wir haben viele Sachen einstudiert und verbessert, plus zwei Testspiele hinter uns. 10 Tage ist natürlich... eine lange Zeit, aber es macht Spaß, hier zu arbeiten. Die Belastung in der Weihnachtszeit mit den Läufen, die wir bekommen haben, die war jetzt vielleicht nicht von der Belastung her sehr anstrengend, aber ja, vom Umfang her schon intensiv. Jetzt hier im Trainingslager haben wir einen klaren Fokus mehr aufs Fußballerische gelegt und ich denke, dass wir noch zwei wichtige und schwere und anstrengende Tage vor uns haben, mit noch einem Testspiel dann am Samstag. Und ich denke aber trotzdem, dass es von der Belastung her noch ein Stück weit überschaubar ist. Das taktische Verhalten der gesamten Mannschaft wurde am 8. Tag in Spanien intensiv einstudiert. Die Spieler wurden vor allem im Kopf gefordert und mussten die vorgegebenen Abstände zwischen den einzelnen Positionen halten. Wir haben heute Morgen Defensivarbeit gemacht, sind da ausführlich länger eingegangen auf das Thema und es kommt in der zweiten Liga allgemein, ist es wichtig, dass die Defensive stimmt und ich denke, das war in der Vorrunde schon nicht schlecht, aber gewisse Sachen mussten wir verbessern und das haben wir heute Morgen gemacht. Ja, wir haben nochmal unser Viererkettenverhalten inklusive unserem Sechser ein bisschen verfeinert, die Abstimmung, die Abstände und ich denke, dass wir da heute Mittag auch anschließen mit Spielform, das noch ein bisschen verfeinern alles. Wie wir alle gesehen haben in den letzten 4 Saisonspielen vor dem Jahreswechsel, war das ja der Schlüssel für unseren Erfolg und deshalb ist es schon ein sehr wichtiger Bestandteil in unserem Spiel. Immer wieder korrigierte Uwe Neuhaus seine Spieler, bis das Positionsspiel und das geschlossene Verschieben als Team harmonierte und so Effektivität entfalten konnte. Im modernen Fußball ist es die Aufgabe der gesamten Mannschaft, permanent im Kollektiv, offensiv und defensiv zu arbeiten. Also mir persönlich macht es wirklich nicht viel aus, defensiv zu arbeiten. Aber es soll auch Offensivspieler geben, die da nicht so viel Spaß mit haben. Am Samstag trifft die SGD im letzten Test in Spanien auf den FC Groningen. Das Duell gegen den niederländischen Erstligisten wird ein weiterer wichtiger Baustein in Vorbereitung auf den Restrückrundenauftakt am 25. Januar gegen den FC St. Pauli sein. Ja, ich denke, jedes Testspiel war bisher hier sehr wichtig für uns. Vor allem gibt uns das eine kleine Wasserstandsmeldung, wo wir aktuell stehen, was wir noch verbessern müssen. Und ich denke, jeder Einzelne sieht dann, wo er ist, wo er aktuell steht, was er zu verbessern hat. Und von daher freuen wir uns auf einen guten Gegner und auf eine gute Abwechslung. Ich denke, abschließend zum Trainingslager ist es optimal, nochmal so einen spielstarken Gegner zu bekommen, weil wir da dann auch unsere einstudierten Dinge ausprobieren können und sehen können, wie weit wir schon sind. Und vor allem ist es interessant, gegen Holländer zu spielen, weil die das 4-3-3 schon verinnerlicht haben und das in der DNA haben. Und
schon mal ein Kindesaufspielen. Und da wird es schon interessant zu sehen, wie weit unser 4-3-3 im Gegensatz zu deren ist.